Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Star Stable Online. Wie ihr wahrscheinlich seht, stehen wir hier gerade in Jarlaheim und da hinten das Plakat an der Wand hat ein Quest für uns. Und zwar den Theaterquest werde ich jetzt machen. Und dafür habe ich wieder zwei Namen aus dem Lostpot gezogen und daraus sind, was mich ziemlich verwundert, Shadecake und Foxfire geworden. Also nehme ich Shadecake und Foxfire auch mit. So, die erste Folge mache ich mit Shadecake. Und ja, die großartige und grandiose Thalia und ihre berühmte Theatertruppe möchten hiermit bekannt geben, dass alle Einwohner von Jarlaheim bald erstklassiges Theater und Schauspiel genießen können. Weitere Informationen folgen. Auf der Unterseite des Plakats steht eine kleine Notiz. Schauspieler gesucht, bitte zum Vorsprechen in die Jarlaheimgasse 13 kommen. Okay, dann wollen wir mal das Theater finden. Ich würde glatt sagen, dass es unten irgendwo ist. Aber warum denn hier unten in dieser Gasse? Jetzt sag ich, das Theater ist da drinne. Ja, nicht auf dem... Och, Shadecake. Ist das wirklich der richtige Ort, eine kleine Kellertür in einer Gasse? Von drinnen ist eine Stimme zu hören. Ach, krass. Von außen sieht es so pfui aus und von innen so... Oh mein Gott. Cool. Ich sehe, dass du in Ehrfurcht erstarrt vor dem Talent der großartigen und grandiosen Thalia. Bin ich nicht die beeindruckendste Schauspielerin, die du je gesehen hast? Klar. Oh, Menschen ohne Talent verschlägt es immer die Sprache bei Aufführungen der großen Thalia. Ich bin nun bereit, die Ovationen des Publikums zu empfangen. Die großartige Thalia kann sehen, dass du mehr sein willst als nur ein Teil des Publikums. Haben dich die Gerüchte von der einzigartigen Schauspielkunst der großartigen Thalia in die Theaterwelt gelockt? Es ist verständlich, wenn du davon träumst, ein Mitglied der Theatertruppe der großartigen Thalia zu werden, aber wir können nicht einfach jeden auf die Bühne lassen. Theater bedeutet, etwas Gewaltiges zu erschaffen. Theater sollte Menschen emotional berühren. Theater ist Drama, Romantik, Tragödie. Das Klatschen des Publikums und der Vorhang fällt, das ist Theater. Wenn du bereit bist, dich dem Theaterleben zu widmen, bin ich bereit, dich zu einer Bühnenassistentin der Theatertruppe zu machen. Wenn du deine Arbeit gut machst, lasse ich dich vorsprechen, um deinen wahren Talente zu zeigen. Okay, was sagst du dazu? Alles klar, ich, Die großartige Thalia kann hören, dass du mit Leib und Seele bei der Sache bist. Du wirst hiermit zu Thalias Bühnenassistentin Nummer 2 befördert. Das ist eine große Ehre. Als Thalias Bühnenassistentin Nummer 2 musst du deine Aufgaben gut erfüllen, um das Stück auf die Bühne zu bringen. What the fuck ist mit diesem Mädchen los? Jetzt ich gerade einfach auf dem... Naja... Deine erste Aufgabe ist es, Bühnenassistentin Nummer 1 zu finden, die sich wahrscheinlich irgendwo versteckt und faulenzt. Sie hatte den einfachen Auftrag, eine Lieferung von Bühnenrequisiten vom Hafen abzuholen, aber das dauert jetzt schon unglaublich lange. Es würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwo auf dem Weg in einem Café rumhängt. Du kannst sie nicht übersehen, sie trägt immer einen zu kleinen Hut und echt alberne Kleidung. Geh jetzt, der großartigen Thalia bleibt hier und kreiert Meisterwerke. Finde Assistentin Nummer 1. Okay. Ach, ich wollte gerade sagen. Komm, Shadecake, wir gehen eine Bühnenassistentin suchen. Oh, ich schaffe wirklich unten am Hafen zu sein.
nicht dagegen laufen. Du schaffst das, Shady. Hallo, tut mir leid, das ist eine echt etwas seltsame Frage, aber hast du ein Paket erhalten, das du nicht bestellt hast? Nee. Hat Talia dich geschickt? Du hast das Plakat gesehen und willst uns helfen. Das ist toll. Ich bin Talias Assistentin. Melpomini. Aber du kannst mich Mel nennen, so wie es Talia tut. Eigentlich nennt sie mich für gewöhnlich Assistentin Nummer 1, aber es wäre schön, wenn sie mich öfters mal Mel nennen würde. Entschuldige, wir müssen uns auf das Problem konzentrieren. Es ist ein großes Problem. Ich habe voll den Mückenstich. Und es ist alles meine Schuld. Ja, aber klar. Ich habe ein großes Paket mit schicken Kostümen und Bühnenrequisiten im Jorvik City bestellt, aber ich habe die falsche Adresse auf die Bestellung geschrieben. Ich habe mit Jorx Delivers gesprochen und sie können nur sagen, dass sie das Paket irgendwo in Jarlaheim ausgeliefert haben. Ich bin in der Stadt herumgelaufen, um überall zu fragen, ob ein Paket irrtümlich geliefert wurde, aber ich habe es noch nicht gefunden. Hilfst du mir, an jede Tür zu klopfen und nach dem Paket zu fragen? Klar, warum nicht? Hör mal, Fräulein, Hottentotten, wie heißt du? Catherine, hast du ein Paket? Ein Paket mit Bühnenrequisiten? Nein, so etwas habe ich nicht gesehen. Okay, danke trotzdem. Sie. Ich bin echt zu dumm, um irgendwo lang zu laufen. Mal schauen. Ein Paket mit Bühnenrequisiten? Nein, so etwas habe ich nicht gesehen. Ja, sein können. Ein Paket mit Bühnenrequisiten? Nein. Auch nicht. Okay, weiter geht's. Nein, die Tierärztin hat es auch nicht gesehen. Hier sind einfach überall keine Häuser, ich glaub's nicht. Okay, die hat's auch nicht gesehen. Was denn mit dir, Jan? Auch nicht. Dann wollen wir mal weiter gucken. Irgendjemand muss doch ein Paket mit Bühnenrequisiten haben. Nope. Hier so in der hintersten Ecke einfach.
Also hier würde ich auch gern kein Paketbote sein. Nein, der hat's auch nicht gesehen. Gehört dir dieses Paket? Ich habe es versehentlich erhalten. Ja, auf geht's. Ah. Du hast das Paket gefunden und das Theater gerettet. Du bist also zum Vorsprechen bei Talia gekommen. Du hast ja so ein Glück, diese Chance bekommen zu haben. Sie ist einfach fantastisch. Sie kann Theaterstücke schreiben, inszenieren und schauspielern. Ich würde es niemals wagen, selbst auf der Bühne zu stehen, aber ich bin glücklich, hinter der Bühne zu helfen, solange ich in der Nähe von Talia sein kann. Entschuldige, dass ich dich noch einmal um Hilfe bitte, aber wir müssen Talia das Paket mit Bühnenrequisiten bringen, damit wir loslegen können. Okay. Dann wollen wir mal. Ich mag dieses Western-Outfit. Finde ich gut. Und so könnte man Shade Cake nicht mal von einem Friesen unterscheiden, glaube ich. Außer vielleicht jetzt mit der Blässe vorne. Weil ich bin nämlich kein großer Fan von Friesen mit Blässen. Aha! Talias Assistenten sind im Triumph zurückgekehrt. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Es gibt viel zu tun. Jep. Bevor eine Probe stattfinden kann, muss der Raum vorbereitet sein. Assistentin Nummer 1, du kannst damit beginnen, diese ganzen Staub zu beseitigen. Assistentin Nummer 2, wir treffen die Vorbereitungen für dein Vorsprechen. Wenn du vorsprechen willst, brauchst du eine saubere Bühne und Plätze für dein Publikum. Hebe alle Stühle vom Boden auf und platziere sie ordentlich vor der Bühne. Dann sieht das hier bald aus wie ein echtes Theater. Okay. Ich hebe alle Stühle auf, aber. Ach so. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Nein, ich höre auf. Aber so Theater spielen, das wäre doch auch mal geil. Ich glaube, das muss ich. Ich muss Yuki in den Hintern treten, dass sie nach Jarlaheim kommt. Und es auch Starwriter, ja. Starwriter wird und dann machen wir Theater zusammen. Huh? Ah, jetzt sitzt die Frau auch endlich. Sitzt Julie Autumn Force bei mir auch endlich auf dem Stuhl drauf. Finde ich gut. So. Das sieht schon besser aus. Assistentin Nummer 2, es ist Zeit für dein Vorsprechen. Es ist Zeit zu sehen, ob du das nötige Talent hast, um Teil der Theatertruppe der großartigen Talia zu werden. Atme tief ein, betritt die Bühne und zeig, was du kannst. Okay, kriegen wir hin. Schauspiel. Um zu schauspielern, musst du die richtigen Bewegungen zur richtigen Zeit ausführen. Im Menü links findest du eine Liste aller Bewegungen. Klickst du auf ein Symbol, führt der Charakter die Bewegung durch. Du kannst jetzt alle Bewegungen ausprobieren, aber wenn du nachher wirklich schauspielerst, geht alles auf Zeit und du musst die richtige Bewegung auswählen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du kannst nur auf der Bühne schauspielern. Wenn du die Bühne verlässt, hörst du mit dem Schauspielern auf und der Auftrag schlägt fehl. Klicke in der linken unteren Ecke auf Start, um den Hilfsbereich zu beenden und mit dem echten Vorsprechen zu beginnen. Okay, wollen wir mal ein bisschen justieren. Lachen. Wut. Weinen. Dramatisch reden. Gegenstände zeigen. Werfen. Verneigen. Was macht sie da? Reiten. Hol Shade Cake rein. Und was war das jetzt? In Ohnmacht fallen. Ach, deswegen ist die vorhin auf dem Dings, hier, wie heißt es?
auf dem Rücken gefallen. So, wollen wir das Ganze mal starten? Ich will dich lachen sehen. Lachen sehen. Okay. Wut, weinen, lachen. Kannst du mir Traurigkeit zeigen? Klar, geh weinen. Zeig mir eine dramatische Ohnmacht. Ich kann schauspielern. Verneige dich zum Abschluss. Ha! Die großartige und grandiose Talia hat ihr Gespür für Talenten nicht verloren. Du hast dich als würdig erwiesen. Oh! Okay. Gehen wir normal von der Bühne. Na komm. Ha! Mit deiner Fähigkeit, dich auszudrücken, hast du die großartige Talia beeindruckt. Du besitzt echt Talent für die Schauspielerei. Willkommen in Talias Theatergruppe. Ja! Und hiermit sage ich dann auch nochmal, verabschiede ich mich dann auch schon an der Stelle wieder und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, die Folge hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann bald auch schon wieder. Ciao, ciao!